Einen wunderschönen guten Mittag. Schön, dass ihr da seid. Ich habe letzte Woche kurz vor dem ersten Gottesdienst einen jungen Mann kennengelernt und seine Geschichte hat mich fasziniert. Vor einem halben Jahr kam er zum ersten Mal hier in den Gottesdienst, weil er seine Mutter hier in den Gottesdienst gebracht hat. Und dieser Gottesdienst hat alles in seinem Leben verändert. Ihr müsst wissen, er hatte gar nichts mit dem Glauben an Gott zu tun, aber das Wort Gottes hat ihn so ergriffen, dass er mit Tränen in den Augen zu mir gesagt hat: Victor, wenn ich hier im Gottesdienst bin, dann erfüllt mich eine Freude, die ich so noch nicht hatte. Und wisst ihr, er kommt aus Kaiserslautern. Das heißt, jede Woche fährt er 100 Kilometer einen Weg, um hier zu sein, und freut sich noch. Ich habe schon manche Christen sagen hören: Ja, das kenne ich auch, das vergeht einmal. Wir als Move Church sagen sowas nicht. Wir glauben, dass die Liebe zu Gott und zu der Gemeinde größer wird. Ja, manche Christen sehen das Leben als Christ wie so eine Achterbahnfahrt. Mal geht's hoch, mal geht's tief, mal geht's gut, mal geht's schlecht. Manchmal haben wir Freude und Erfüllung, manchmal nicht. Das Bild, was Paulus uns zeichnet vom Christsein, hat so gar nichts mit einer Achterbahnfahrt zu tun. Deswegen lautet der Titel meiner Predigt: Schluss mit der Achterbahnfahrt. Jawohl. Und in Epheser 3, Vers 14 bis 19, betet Paulus ein Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Und da heißt es: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, gebe euch nach dem unerschöpflichen Reichtum seiner Macht und Herrlichkeit durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über das Verstehen hinausreicht. Und dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen. Was für ein Text. Paulus überschlägt sich förmlich, er schreibt sich förmlich in Ekstase, er beschreibt Dimensionen, die eigentlich alles sprengen, was wir über Gott jemals gesehen oder geglaubt haben. Aber du brauchst jetzt keine Angst haben, es ist jetzt nicht mein Ziel der Predigt, irgendwelche theologischen Richtigkeiten an dein Intellekt zu adressieren, sondern das Ziel von Predigt ist, dass das Wort Gottes unser Herz ergreift. Das ist das Ziel. Wir sollen ergriffen werden. Und es ist so spannend, was Paulus hier schreibt. Und wenn ich mir diesen Text so vor mir sehe und gelesen habe, darüber nachdenke, frage ich mich: Gott, wo sind diese Dimensionen? Wo sind diese Dimensionen deines Reichtums, der Herrlichkeit, der Kraft? Und wow, wo ist das, Gott? Das ist meine Frage. Wo sind wir verwurzelt in dieser Liebe Gottes? Wo begreifen wir diese Liebe? Ich habe ein Zitat gelesen von C.S. Lewis und er schreibt etwas sehr Herausforderndes. Ich möchte es mit euch teilen. Wenn wir die kühnen Versprechen einer Belohnung
und die fantastischen Aussichten auf Lohn in den Evangelien, also Markus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen, scheint es, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nach dem Guten und Genuss nicht als zu stark empfindet, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Manche meinen ja, dass die Begeisterung für Unterhaltung, für das Vergnügen zu verurteilen sei. Ich verurteile es nicht. Wisst ihr warum? Weil ich merke, und das sehe ich bei jedem Menschen, wir leben für das Vergnügen. Jeder Mensch möchte eine Erfüllung haben. Jeder Mensch möchte irgendwie befriedigt werden. Und bei jedem Menschen sieht es auch unterschiedlich aus. Der eine sucht die Lebenserfüllung im anderen Partner. Und vielleicht bewusst oder unterbewusst sagt er zum anderen Partner, mach mich vollkommen glücklich. Vielleicht klappt es auch in den ersten 2, 3 Wochen, aber wenn die Monate und Jahre einherziehen, werden wir feststellen, dass das, was wir vielleicht von unserem Partner erwarten, eigentlich uns nur von Gott geschenkt werden kann. Amen. Jawohl. Guckt mal. In der heutigen Zeit, es gibt so viel Druck, es gibt so viel Stress, man rast von einem Termin zum anderen, man ist immer und überall erreichbar. Wenn man eine Person nicht geantwortet hat, schreibt sie nach einer Stunde, bitte antworte mir. Ja? Und da, wenn da so viel Stress und Druck da ist, ist es doch verständlich, dass man in etwas hineinflüchten möchte, was einem Spaß macht. Manche Menschen gehen dann einfach ganz, ganz, ganz viel Sport machen. Sie suchen da ihre Erfüllung. Manche leben nur fürs Wochenende und wollen sich da fleißig betrinken, weil sie das Leben genießen wollen. Andere flüchten in eine Scheinwelt und nach der Arbeit gehen sie aufs Bett und gucken stundenlang Serien und Filme und flüchten einfach. Sind diese Dinge an sich schlecht? Definitiv nicht. Ich meine, ich mache auch gerne Sport, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich esse auch mal gerne, ich trinke auch mal mit einem Freund ein Bierchen. Das sind alles gute Dinge und ich gucke auch mal gerne einen Film oder mal eine Serie. Das sind alles gute Dinge und wir dürfen diese Dinge auch wirklich genießen, oder? Das Problem und die Gefahr ist nur, wenn diese guten Dinge einfach nur die Ablenkung sind, eine oberflächliche Ablenkung für die Erfüllung, die wir eigentlich in Gott finden sollen. Wenn ich den Bibeltext betrachte, verstehe ich, dass es mehr gibt. Es gibt größere Dimensionen für uns als Gemeinde, für uns als Menschen. Und ich möchte euch in 2 Worte hineinnehmen, aber auch nur ganz kurz. Wenn ich davon lese, dieser unerschöpfliche Reichtum, dann habe ich mir die Frage gestellt, wo sehe ich das Wort Reichtum nochmal im Epheserbrief? Lies mal den Epheserbrief, es lohnt sich wirklich. Weil Paulus schreibt noch an anderer Stelle über diesen Reichtum und er schreibt, in ihm haben wir die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, nach dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Nach dem Reichtum seiner Barmherzigkeit hat Gott uns mit Christus lebendig gemacht. Der unergründliche Reichtum in Christus. Das sprengt meinen Rahmen. Ich kann dir nicht ansatzweise erklären, was das bedeutet, aber ich weiß, dass das gut ist und dass wir mehr davon brauchen. Ein anderes Wort, was Paulus hier verwendet, ist das griechische Wort Dynamis.
das bedeutet Kraft. Und da kommt auch unser Wort Dynamit her. Gottes Kraft hat Sprengkraft in unserem Leben. Und ganz nebenbei erklärt der Paulus der Gemeinde, auch in Ephesus, in seinem Brief, sagt er so kurz und knapp mal, wisst ihr was? Die gleiche Kraft, seine Kraft, war bei uns wirksam. Und es ist die Kraft, die Christus auferweckt hat von den Toten. Also falls wir das vergessen haben, das ist dieselbe Kraft, ne? Das sind Dimensionen, das ist unglaublich. Und ihr Lieben, ich habe jetzt noch gar nicht mal über den Heiligen Geist gesprochen. Der Heilige Geist lebt in uns. Warte mal. Der vollkommene, heilige, perfekte Heilige Geist, Gott lebt in uns. Wir sind so reingewaschen durch das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass der heilige, vollkommene Gott in den unperfekten Menschen leben kann. Was für Dimensionen! Es sprengt einfach alles. Die Frage ist, warum möchte Gott eigentlich, dass die Gemeinde in Ephesus diese Kraft erlebt? Ist es einfach nur just for fun, einfach nur, damit sie nicht mehr auf dieser Achterbahnfahrt hin und her geworfen werden, hoch und runter? Nein, diese Gemeinde in Ephesus hatte es bitter notwendig. Sie brauchten es, das war überlebenswichtig. Und bitte denk daran, egal in welcher Phase du dich befindest, egal wie groß das Problem ist, bevor du das Problem hattest, hatte Gott schon eine Antwort und eine Lösung dafür. So ist unser Gott. Das Ding war, die Stadt Ephesus war bekannt für ihre Kaisertempel. Das war Ephesus, eine Stadt in der heutigen Türkei, an der Westküste, im römischen Weltreich war es auch die Hauptstadt der Provinz Asien. Und es war bekannt für den Kaiserkult. Der Kaiser wurde wirklich angebetet in diesem Tempel. Aber wofür Ephesus eigentlich stand, war für die Göttin Diana. Der Tempel der Göttin Diana aus der römischen bzw. griechischen Mythologie, sie war die Göttin der Jagd. Sie wurde verehrt als die Herrscherin über den gesamten Kosmos. Das war diese Diana. Und selbst die Christen waren tagtäglich damit konfrontiert, denn wenn du einkaufen oder etwas verkaufen wolltest, hattest du eine Geldmünze in der Hand und da hast du ein Abbild des Tempels gesehen mit der Aufschrift Die Hüterin. Als Paulus das erste Mal in der Stadt Ephesus war, hat er diese Konfrontation wirklich erlebt. Er hat von Jesus Christus gepredigt und von ihm geredet und die Leute wollten das nicht hören. Die Leute haben ihn herausgetrieben. Sie haben gesagt, nicht mit uns, du kannst weiterziehen, aber hier herrscht diese Göttin Diana. Aber irgendwie ist da doch eine Gemeinde entstanden, die das im Herzen geglaubt und erkannt hat. Und genau deswegen brauchte diese Gemeinde Kraft. Kraft von Gott. Eine Dimension der Kraft, damit sie aushalten können. Damit sie durchhalten, damit sie weiterhin fest in Gott bleiben. Aber Paulus geht auch noch weiter. In seinem Gebet betet er in Epheser 3, Vers 17 und 18. Es ist mein Gebet, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erkennen. Warte mal, Paulus, du schreibst doch an eine Gemeinde, du schreibst doch an Christen. Sie wissen doch, dass sie von Jesus geliebt werden. Warum betonst du es denn so? Sie haben doch so krasse Situationen mit Verfolgung und sonst was, Schwierigkeiten. Und du betest dafür, dass sie die Liebe Gottes begreifen sollen, die sie doch eigentlich schon längst begriffen haben.
Ich werde nicht müde, darüber zu predigen. Wo sehen wir die Liebe Gottes am deutlichsten? Dort, wo Jesus Christus vor etwa 2000 Jahren an einem Kreuz der vollkommene Sohn Gottes für unsere, für deine und meine Schuld stirbt, am dritten Tag aufersteht von den Toten, damit indem wir an ihn glauben, das Geschenk der Vergebung bekommen und Kinder Gottes werden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, die wir glauben. Manche Christen sagen, ja, das ist für den Anfang. Du musst an Jesus glauben, um gerettet zu werden, das Evangelium. Ja, aber dann gibt es tiefergründigere Sachen. Dann gibt es wichtigere Sachen. Das begreifst du am Anfang, ja, das weißt du nach ein paar Tagen und dann geht es weiter. Je länger ich Christ bin, ich bin noch nicht so lange Christ, aber je länger ich Christ bin, verstehe ich mehr und mehr, dass das Evangelium nicht nur das ABC des christlichen Glaubens ist, sondern alles. Weil Gott wird dich und mich, Gott wird uns nicht über das Evangelium hinausführen, sondern er möchte uns mehr und mehr hineinführen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die uns nicht nur rettet, sondern es ist auch die Kraft Gottes, die uns verändert und uns wachsen lässt, selbst wenn wir schon gerettet sind. Paulus betet sogar, dass wir die Liebe Jesu begreifen, die eigentlich nicht zu verstehen ist. Paradox, oder? Und dennoch sollen wir es verstehen. Dennoch sollen wir tiefer hineinkommen. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes erfassen. Wenn du magst, kannst du einfach mal kurz deine Augen schließen und ich möchte mit ein paar Bibelworten dir zeigen, was diese Breite und die Länge der Liebe Gottes ist. Lass es einfach auf dich wirken und genieße es. Die Breite der Liebe Gottes, denn so sehr hat Gott die Welt, dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben erhält. Die Länge der Liebe Gottes. Jesus liebte die Seinen, die in der Welt waren. Seine Jünger, aber auch uns, bis ans Ende. Die Tiefe der Liebe Gottes. Jesus erniedrigte sich selbst und im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher für uns. Und die Höhe der Liebe Gottes. Seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was für Dimensionen seiner Liebe. Du darfst deine Augen wieder öffnen. Und manchmal, wenn jemand zu mir sagt, Victor, Jesus liebt dich, weißt du, wie ich manchmal reagiere? Ja, ich weiß. Es lässt mich manchmal förmlich kalt. Ja, ich weiß, ich bin schon lange Christ, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Aber Victor, weißt du wirklich? Weißt du wirklich? Denn diese Botschaft, dass Jesus mich liebt, ist die beste Botschaft, die es gibt. Sie ist sogar mehr wert als jeder Lottogewinn, den du vielleicht auch brauchst. Es ist mehr wert als jedes Auto dieser Welt, als jedes Haus dieser Welt. Diese Liebe Gottes verändert einfach alles. Paulus spricht davon,
dass wir verwurzelt sein sollen in dieser Liebe. Und er gebrauchte ein Bild aus der Natur, ein Baum, der verwurzelt sein muss, um Nahrung zu bekommen. Und das erinnert mich an ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, nämlich da war ein Seemann, der Samen ausgestreut hat, einiges der Samen fiel auf guten Boden, einiges auf schlechten, einiges unter die Dornen und Disteln. Und die Saat konnte nicht aufgehen, weil es erstickt worden ist von den Dornen. Die Jünger kannten zwar dieses Bild und sie wussten, was es im Natürlichen heißt, aber sie wussten nicht, was Jesus damit aussagen möchte. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis nämlich folgendermaßen, Matthäus 13, Vers 22, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also der Same ist das Wort. Aber von welchem Wort reden wir da eigentlich? Es sind keine menschlichen Worte, sondern es ist das allmächtige Wort Gottes. Und das kann in unserem Leben erstickt werden? Es ist doch allmächtig. Durch die Sorgen dieser Welt, durch Ängste, durch Zweifel, durch Fragen und durch den betrügerischen Reichtum? Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nur ein Problem, wenn der Reichtum uns besitzt. Wenn wir unseren Fokus darauf legen, um zu denken, dass wir dadurch unsere Erfüllung haben. Aber über kurz oder lang wird der Reichtum uns auch zeigen, dass er uns nicht ausfüllen kann. Vielleicht sagst du, ja, Viktor, gut, ich bin nicht reich und deswegen trifft das ja nicht auf mich zu. Ich habe letztens gelesen, wenn du ein Dach über den Kopf hast, ein Bett, in dem du schläfst, Nahrung, Kleidung und ein Bankkonto hast, gehörst du zu den privilegierten 8% dieser Welt. Du bist reich. Wir sind reich. Und machen uns dennoch so viele Sorgen? Kann das der Grund sein, warum das Wort Gottes in unserem Land Deutschland nicht so aufgeht und Frucht bringt und auch vielleicht in unserem Leben erstickt wird? Vor einigen Jahren habe ich ja noch studiert und als Student hat man dann nicht so viel Geld und ich habe ein iPad Mini geschenkt bekommen. Ich habe es gewonnen. Ich habe mich richtig gefreut. Ist ja was Schönes, so ein technisches Hilfsmittel. Und ich hatte so das iPad Mini in der Hand, dachte ich, okay, jetzt muss ich mir noch eine Hülle kaufen. Habe mir so eine Hülle aus Gold gekauft. Also nicht echtes Gold, sondern einfach nur die Farbe. Ja. Es war für mich einfach ein Geschenk vom Himmel. Und so hatte ich das bei mir und ein Student kam so auf mich zu, hat das gesehen und meinte so, boah, Viktor, so eins hätte ich auch gerne. Und dann so mit den Stunden, mit den Tagen kam so ein Gedanke irgendwie, Viktor, verschenk es an diesen Studenten. Und ich dachte, das kann nicht von Gott sein. Das kann nicht von Gott sein. Das hat er mir doch geschenkt, ich habe es bekommen, ich brauche das doch. Aber der Gedanke ließ mich nicht los. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich möchte es dir gerne schenken. Wenn du es haben möchtest, gebe ich es dir. Und er hat sich so sehr darüber gefreut. Und er ist jetzt ein Pastor, auch im Rhein-Main-Gebiet, und predigt von diesem iPad Mini, predigt er das Wort Gottes. So cool. Aber da habe ich festgestellt, wie sehr ich doch an einer Sache hing. Wo hängt unser Herz? Woran hängt unser Herz? Ich möchte da auch schnell weitermachen, weil nicht, dass Gott zu dir irgendwie sagt, dass du etwas verschenken sollst, was dir zu wichtig ist, an jemanden, der es wirklich braucht. Deswegen mache ich weiter. Aber bitte verschenk nicht dein Ehering. Okay. Ich mache schnell weiter. Sehr gut. Die Frage ist,
haben wir alles in unserem Leben erreicht. Und die Erfüllung, wenn wir im Rhein-Main-Gebiet endlich ein Haus haben, endlich ein Auto, ein super Auto fahren und einen Traumurlaub jedes Jahr machen können, selbst mit den Kindern, ist das alles, was Gott für uns hat? Versteht mich richtig, ich habe nichts dagegen. Und ich glaube Gott auch nicht. Aber wenn das unsere Lebenserfüllung ist, wenn das alles ist, wofür wir arbeiten und rackern und tun, damit wir das bekommen, dann möchte ich uns sagen, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und das würde auch Gott zu dir sagen. Das ist zu wenig. Weil Gott nämlich unsere Erfüllung sein möchte. Er hat Dimensionen für uns, an denen wir bisher vielleicht nur an der Oberfläche gekratzt haben. Gott hat nämlich mehr für uns. Gott hat mehr für dich und für mich. Paulus haben diese materiellen Dinge gar nicht interessiert. Er hat sogar einmal geschrieben, hey, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aber keine Angst, Paulus war nicht suizidgefährdet. Das Ding war einfach nur, er lebte im Römischen Reich und er wusste, wenn er weiterhin das Evangelium von Jesus predigt, kann es sehr gut sein, dass er einen Kopf kürzer gemacht wird. Und letzten Endes ist es auch wirklich so passiert. Aber auch das war für ihn kein Problem, weil er wusste, für wen er lebt, Jesus, und er wusste auch, wohin er geht, nämlich zu Gott im Himmel. Ja, aber Paulus hatte keine Kinder. Er hatte keine Familie. Deswegen konnte er sagen, ja, dann sterbe ich halt. Denk sowas nicht. Paulus war in einer riesengroßen Familie, nämlich die Familie der Kinder Gottes. Aber das Interessante an seinem Leben ist, und auch als er den Epheserbrief schreibt an diese Gemeinde, wo er für sie betet, wisst ihr, von wo aus er diesen Brief schreibt und dieses Gebet betet? Lies mal den Epheserbrief, der ist super. Er betet dieses Gebet und schreibt diesen Brief im Gefängnis. Er schreibt, also er ist nicht auf einer Selbstmitleidsparty, oh, mir geht's so schlecht und sonst was und ich brauche euch jetzt und so. Er ist in einer Position, wo er sagt, ich bin im Gefängnis, aber ich bete für euch, weil ihr die Kraft Gottes und die Liebe Gottes braucht. Das ist eine Tiefe. Da merkt man, wie verwurzelt der Paulus war. Er betet das für diese Gemeinde. Und ganz am Ende des Briefes sagt er einfach, ja, bitte betet für mich und wie es mir eigentlich geht, das wird euch der Bote sagen, der diesen Brief euch gegeben hat. Also es ging ihm gar nicht um sich selbst. Es ging ihm um die Gemeinde. Er hat für die Gemeinde gebetet. Ich möchte uns anhand einer biblischen Geschichte zeigen, was es ganz konkret heißt, in diesem Leben verankert und verwurzelt zu sein, in dieser Liebe Gottes. Um nicht mehr eine Achterbahnfahrt zu fahren, sondern verwurzelt zu sein. Jesus hatte einen anstrengenden Tag mit seinen Jüngern und er hat dann zu den Jüngern gesagt, lasst uns zum anderen Ufer fahren, über den See. Gesagt, getan, Jesus schläft sofort ein im Boot. Er war erschöpft, er war auch ein Mensch wie wir. Und dann bricht auf einmal ein Sturm auf, so aus dem Nichts. Und da heißt es in Markus 4, da heißt es in Vers 38, die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Ich meine, Jesus hat geschlafen, natürlich macht es ihm nichts aus. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind
und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt und sagten zueinander, wer ist dieser Mann? Also Jesus sagt mit anderen Worten, würdet ihr mir mehr Glauben und Vertrauen schenken, würdet ihr keine Angst haben. Warte, Jesus, du verstehst nicht. Da waren auch Fischermänner da drin. Die kannten sich aus mit Boot, mit See, mit Sturm. Es ging wirklich um Leben oder Tod. Aber das Problem war nicht der Sturm. Das, wo Jesus sie herausfordert, ist, vertraut mir mehr. Weil indem ihr mich mehr kennenlernt, werdet ihr mir mehr glauben und verwurzelt sein in meiner Liebe, in meiner Kraft und in meinem Frieden, egal wie der Sturm tobt. Also kann es sein, dass in den Bereichen, wo wir Angst haben, wo wir uns den Kopf zerbrechen, dass das gerade die Bereiche sind, wo wir noch nicht in der Liebe Gottes verwurzelt sind? Wo wir noch nicht diese Dimension seiner Liebe, vielleicht mit dem Kopf schon, aber nicht mit dem Herzen erkannt und begriffen haben? Jesus fordert uns heute heraus. Der spricht zu uns, vertraut mir. Schlagt Wurzeln in meiner Kraft und in meiner Liebe, damit die Achterbahnfahrt zu Ende geht. Ich las von einem Missionar. Ein Missionar ist jemand, der sein Heimatland verlässt, eine andere Kultur, ein anderes Leben geht und dort das von der Liebe Gottes berichtet den Menschen, damit sie auch Jesus kennenlernen. Und dieser Missionar, er war so verzweifelt. Er konnte seine Rechnungen nicht mehr zahlen. Und mit all seiner Frust, mit all seiner Verzweiflung geht er zu Gott im Gebet und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Schau, was ich alles für dich getan habe, aber ich komme nicht mehr weiter. Diese Rechnung, dieser Berg von Rechnungen, er ist nicht mehr zu bezahlen. Tu ein Wunder. Und auf einmal hört er eine kleine Stimme, eine sanfte Stimme in seinem Herzen, die sagt, ich liebe dich. Und er schreibt, auf einmal hat sich alles verändert. Gott ließ zwar kein Geld oder Gold regnen, aber auf einmal diese Worte haben so sehr sein Herz ergriffen. Er wurde förmlich überflutet von dieser Liebe Gottes, dass er auf einmal begriffen hat, diese Probleme, das ist gar nicht mal so schlimm, weil der Vater im Himmel mich liebt. Wie soll ich dann noch scheitern können, wenn der Vater Wohlgefallen an mir hat, wenn er für mich ist? Jesus liebt dich. Und diese Nachricht verändert alles in unserem Leben. In den letzten Monaten und auch im letzten Jahr durfte ich einige Leute aus der Gemeinde etwas näher kennenlernen. Das macht man ja jederzeit, aber manche ganz besonders. Und wisst ihr, wenn ich dann so höre, wie es ihnen geht, wie sie seit Jahren Schmerzen haben, seit Jahren in den Ketten von Krankheit sind, wo sie zum Teil nicht mehr wissen, wie sie es finanziell je oder irgendwie schaffen können, wo das jeden Nerv und jede Anstrengung wirklich alles raubt und verzehrt, weil das Problem so riesig ist. Das berührt mein Herz. Und ich kann nur vielleicht ein bisschen zuhören.
ich kann vielleicht nur meinen Arm um diese Person legen und sagen, weißt du, ich kann nichts machen. Aber das, was ich für dich mache, ist das wie ein Paulus. Ich gehe für dich auf die Knie. Und ich bete so sehr, dass Gott ein Wunder in deinem Herzen tut und in deinem Leben. Aber ich gehe auf die Knie und ich bete wie Paulus, dass du und ich, dass wir als Move Church, dass wir verwurzelt sind in seiner Kraft und in seiner Liebe. Weil wenn wir verwurzelt sind in seiner Liebe, dann können wir nicht scheitern. Weil der Vater im Himmel für dich ist und für mich. Ich bete, dass der Heilige Geist etwas ganz Tiefes in deinem Herzen tut. Vielleicht nicht unbedingt äußerlich, aber innerlich, weil das alles verändert. Komm, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Tu ein tiefes Werk jetzt. Jesu Namen. Ich war 2011 auf einer Bibelschule, auf einer Sommerbibelschule, und ich liebe es, Menschen miteinander zu verbinden und zu verkuppeln. Und ich habe sie gesehen, das Mädchen, junge, hübsche Frau, intelligent. Ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten, ihr Name ist Tina, und ich habe so eine Frage an sie gestellt: Tina, bist du denn Single? Und sie meinte ja. Und ich sagte so zu ihr: Ich habe einen Bruder und ich glaube, es passt. Um die Sache kurz zu machen, hier ist ein Bild. Das ist mein Neffe von Tina und meinem Bruder. Aber hätten sie sich nicht kennengelernt, würden sie sich nicht lieben lernen, würden sie nicht heiraten und niemals wäre der Raffi, der süße Raffi, geboren werden. Aber Gott wollte das nicht, deswegen ist er geboren worden. Deswegen kamen sie zusammen. Aber das, was ich feststelle, ist, Liebe kann man nicht erzwingen, so sehr du das auch für den anderen wünschst. Liebe kann man nicht kaufen. Liebe ist ein Geschenk. Liebe wird verschenkt und man bekommt es geschenkt. Ich habe durch diese Predigt versucht, etwas von diesem großartigen Gott zu erzählen und dir ein Bild von diesem Jesus zu zeichnen, dass er dich und mich so sehr liebt. Und weißt du was? Ich möchte dich heute mit Jesus verkuppeln. Wenn du heute hier bist und sagst, Victor, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich weiß nicht, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß nicht, dass meine Schuld vergeben ist oder dass er sie vergeben möchte. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen und in seiner Liebe verwurzelt sein. Dann ist das deine Einladung, heute Ja zu Jesus zu sagen. Denn er hat mehr für dich, als du denkst. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns mal unsere Augen schließen. Wenn du sagst, Victor, ich bin die Person. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt und mir meine Schuld vergibt. Heb jetzt einfach ganz schnell deine Hand. Heb deine Hand. Dankeschön, 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 Dankeschön. Sind noch Leute hier, die sagen Ja zu Jesus. Dankeschön, Dankeschön. Wow, so viele Hände. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Jesus freut sich so sehr und ich mich auch, weil ich dich heute verbinden darf mit Jesus. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Die Bibel sagt uns, wenn wir von dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, so werden wir Kinder Gottes, weil wir glauben, dass Jesus
für uns gestorben und auferstanden ist. Und deswegen wollen wir jetzt als ganze Move Family einfach gemeinsam sprechen. Sprecht mir einfach nach. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Und deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bist du mein Herr und mein Gott. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Da ist eine Party im Himmel, weil so viele Menschen Ja zu Jesus gesagt haben. Gemeinde, lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen. Wow, so gut. So gut. Herzlich willkommen in der großartigen Familie Gottes. Herzlich willkommen hier bei uns. Paulus schreibt ja den Brief an die Epheser und Jahrzehnte später, das fand ich so interessant, schreibt Apostel Johannes die Offenbarung und er schreibt auch an eine Gemeinde in Ephesus. Und wahrscheinlich war es sogar dieselbe Gemeinde, an die Paulus geschrieben hat und Jahrzehnte später Johannes. Interessant, oder? Und Johannes hat eine Botschaft von Gott für diese Gemeinde. Und er sagt zu ihnen, ihr habt es so gut gemacht. Ihr seid nicht müde geworden bei all der Verfolgung, bei all dem Druck, der kam. Ihr wart in der Gemeinde und habt gedient, ihr wurdet nicht müde, ihr habt die Menschen geliebt. Und die Leute, die irgendwie mit falschen Lehren ankamen über Jesus und über Gott, den habt ihr keinen Raum gelassen. Gut so. Was für eine tolle Entwicklung in dieser Gemeinde. Und dann schreibt Apostel Johannes, und du kannst es selbst zu Hause nachlesen in Johannes 2, in Offenbarung 2. Er sagt, eines habe ich gegen dich. Ich habe nur einen Vorwurf dir zu machen. Nur einen. Bei all den guten Dingen. Nur eine Sache. Du hast deine Liebe zu Jesus verloren. Du hast deine erste Liebe verlassen. Bei all der Beschäftigung, bei all dem Geschäftigtsein, bei all dem Dortsein, Hiersein, dort dienen, dort tun, hast du deine Beziehung, deine erste Liebe zu Jesus vernachlässigt. Und deswegen denke daran, wie es am Anfang war, als du ergriffen worden bist von der Liebe Gottes, als die Freude übergesprudelt ist. Denke daran und kehre um, weil diese Liebe zu Jesus so wichtig und wertvoll ist, weil Gott möchte, dass diese Beziehung zu Jesus Priorität hat in deinem Leben. Es geht nicht darum, wie ein Hamster im Hamsterrad zu sein, und nur zu machen, zu dienen, dort und dort. Sondern deine Beziehung zu Jesus und meine, das sollte Priorität sein. Verwurzelt zu sein in der Kraft und in der Liebe Gottes. Und dadurch auch in dieser Gemeinde. Und Gott lässt uns nicht allein, ihr Lieben. Er sagt, meinen Geist habe ich euch gegeben in euer Herz. Und dadurch ist die Liebe Gottes in euer Herz hineingekommen. Und der Heilige Geist lebt in uns. Diese Liebe Gottes ist in uns. Nicht irgendwann wird die Liebe Gottes ausgegossen, sondern sie ist in uns. Vielleicht etwas versteckt. Vielleicht etwas vernachlässigt. Vielleicht sind Dinge und Steine da drauf gekommen. Aber die Liebe Gottes ist in deinem Herz ausgegossen worden. Und Gott möchte diese Hindernisse herausräumen, dass die Quelle sprießt und fließt, dass das Leben von dir weitergeht zu den anderen Menschen. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Herr.
Wisst ihr, ein kurzer Gedanke noch. Es gibt ja Kaffeepausen und manche Leute machen Raucherpausen. Wie wäre es, wenn du inmitten deines stressigen Alltags zu Hause oder sonst wo bist du vielleicht unterwegs, dass du einfach mal dich in einen Sessel setzt und einfach zu dir sprichst, Jesus liebt mich. Und vielleicht machst du es erstmal, sagst du es einfach und es ergreift irgendwie nur deine Gedanken und deinen Verstand. Manchmal ist es ein so weiter Weg vom Kopf bis ins Herz. Aber dann kannst du auch sagen, Heiliger Geist, zeig mir die Liebe Gottes. Und das tut er so gerne. So gerne, dass wir verwurzelt sind in seiner Liebe. Und als ein kleiner Tipp am Rande, ich nehme auch gerne, auch zu Hause, nehme ich einfach Abendmahl ein. Manchmal mehrmals in der Woche, weil ich mich einfach darauf, ja, daran denken möchte, was Jesus für mich getan hat. Und Jesus, dafür bete ich, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt, dass wir verwurzelt sind in dieser Liebe Gottes. Ich bete, indem wir das mehr und mehr verstehen, dass der Friede Gottes zunimmt in unserem Herzen und in unserem Verstand. Ich bete, indem wir das mehr und mehr verstehen, dass der Vater Wohlgefallen an uns hat, dass Wunder in unserem Leben gerade jetzt geschehen. Ich bete, dass wir verwurzelt sind in deiner Liebe, um deine Liebe und deine Kraft mehr und mehr zu begreifen und weiterzugeben. In Jesu Namen.